Sie ist eine der bekanntesten Fahnen der Welt, die Flagge der Republik Türkei mit dem weißen Halbmond und dem Stern auf rotem Grund. Doch wie kam die Türkei eigentlich zu dieser Flagge? Und woher kommen die Symbole Halbmond und Stern? Das erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, hier ist wieder mal Konstantin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spaß mit Flaggen. Heute geht es um die Flagge der Republik Türkei. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle, rot mit einem weißen Halbmond und einem weißen fünfzackigen Stern darauf. Heute wollen wir uns mal ein bisschen die Geschichte anschauen, bis ins Osmanische Reich zurück, um herauszufinden, wo diese Flagge und ihre Symbolik denn eigentlich herkommt. Und wenn euch sowas interessiert, also auch Geschichte und Kultur der Länder des Nahen Ostens, dann würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dann kriegt ihr natürlich jedes Mal mit, wenn hier neue Videos wie dieses hochgeladen werden. Um die Frage nach der Herkunft der türkischen Flagge zu beantworten, da müssen wir weit in die Vergangenheit zurückschauen, nämlich ins Osmanische Reich, den Vorgängerstaat der heutigen türkischen Republik. Bevor es sowas wie Flaggen gab, beziehungsweise bevor so etwas wie Flaggen im Osmanischen Reich verwendet wurden, da gab es das hier. Die sogenannten Rossschweife. Das sind Standarten aus Pferdehaar, sogenannte Rossschweife oder auch Tuk genannt. Die hatten auch andere Reitervölker in Zentralasien, also wie die Tataren oder auch ganz besonders die Mongolen. Und zu Beginn war das ein einfaches Feldzeichen, also es sollte zeigen, wo die Anführer einer bestimmten Reitertruppe sich gerade in einer Schlacht aufhalten. Später wurde es dann zum Zeichen von hohen Würdenträgern im Osmanischen Reich und wurde dementsprechend auch aufwendiger verziert. Und dieser Rossschweif, diese Standarte, die blieb ein wichtiges Symbol in der osmanischen Armee bis ins 19. Jahrhundert. Ab dem 16. Jahrhundert traten dann immer mehr auch Flaggen, wie wir sie heute kennen, auf. Die hatten oft verschiedene Farben, das sieht man hier auf diesem Bild aus dem Jahre 1566 ganz gut. Hier oben sieht man vielfarbige Fahnen und hier unten sieht man die gerade eben schon erwähnten Rossschweife. Osmanische Fahnen waren oft mit dem Schwert Zulfikar versehen. Das ist ein ganz wichtiges Schwert in der islamischen Tradition. Es war das Schwert von Ali ibn Abi Talib, dem Schwiegersohn des Propheten Mohammeds und dem vierten Kalifen. Das ist ganz charakteristisch, weil es vorne so zwei Spitzen hat. Und weil es eben so ungewöhnlich war, wurde es oft falsch interpretiert von europäischen Beobachtern, die gesagt haben, die Osmanen hätten auf ihren Flaggen Scheren. Der Halbmond kam wohl das erste Mal auf Standarten im 14. Jahrhundert auf. Und auf Flaggen ist dieses Symbol ebenfalls seit Jahrhunderten vertreten. Heute wird der Halbmond und der Stern oft gleichgesetzt mit dem Islam. Aber da muss man ganz deutlich sagen, der Islam hat kein offizielles Zeichen oder Symbol. Also nicht so wie das Christentum, das ziemlich eindeutig ein Kreuz oder verschiedene Varianten des Kreuzes als Symbol hat. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass die Symbolik, also die Symbole Halbmond und Stern in Kombination, die sind älter als das Osmanische Reich und sogar älter als der Islam. Hier sehen wir den sumerischen König Ibi-Sin und über ihm sehen wir, richtig, einen Stern mit Halbmond und diese Darstellung ist etwa 4000 Jahre alt. Auch auf römischen Münzen sieht man Halbmond und Stern, die hier sind etwa 2000 Jahre alt und später sogar in der christlichen Kunst, wie hier im spätmittelalterlichen Gemälde von Stefan Lochner, einem deutschen Künstler, der die Szene der Geburt Christi dargestellt hat. Und wie ihr seht, bei den Heiligen Drei Königen sieht man das Symbol von Halbmond und Stern. Ein weißer Halbmond mit Stern, das wurde dann im Osmanischen Reich offiziell 1793 zur Standarte, zur Flagge, die alle türkischen Militärschiffe tragen mussten. Also so wurde es erst zum Symbol der osmanischen Marine. Damals übrigens interessanterweise noch mit einem achteckigen Stern, nicht mit dem fünfeckigen, den wir heute haben. Der kam dann erst Mitte des 19. Jahrhunderts auf und 1844 wird die Flagge, die rote Flagge mit dem weißen Halbmond und dem weißen fünfzackigen Stern im Rahmen der sogenannten Tanzimat-Reform eingeführt. Die Tanzimat-Reform, das ist ein Thema für sich, auch mal ein ganzes Video wert, das waren die Versuche der spätosmanischen Sultane, dass sie versuchen, das Osmanische Reich modern zu machen, zu modernisieren, auch gerade nach europäischem Vorbild und deswegen haben sie auch gesagt, ja, wir brauchen jetzt eine offizielle Flagge, so wie es auch die europäischen Mächte haben. Und so kam es dann dazu, dass das Osmanische Reich offiziell eine rote Flagge mit weißem Halbmond und weißem fünfzackigen Stern bekommen hat.
Ganz interessant ist noch, das große Siegel, das große Wappen des Osmanischen Reiches anzuschauen. Denn neben sehr, sehr, sehr vielen anderen Symbolen hier ist auch die rote Flagge mit dem weißen Halbmond und dem Stern hier zu sehen. Aber ihr gegenüber ist eine grüne Flagge mit weißem Halbmond und weißem Stern zu sehen. Und das steht für die beiden Kernbereiche des Osmanischen Reiches, für Rumelien und für Anatolien. Also über lange Zeit der osmanischen Geschichte, bevor sie dieses große Weltreich wurden, waren das die beiden Kerngebiete. Also so der östliche Balkan, die östliche Balkanhalbinsel und natürlich Anatolien. Und die grüne Flagge steht für Rumelien und die rote Flagge steht für Anatolien auf diesem großen Siegel des Osmanischen Reiches. Und nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches, da nahm die junge Republik Türkei 1923 diese Flagge, also die rote Flagge, offiziell als Staatssymbol auf. Und 1936 kam dann das offizielle Flaggengesetz und darin wurde dann auch festgelegt, genau welcher Farbton diese Flagge haben muss und genau welche Abmessung sie haben muss, damit es die offizielle Flagge der Republik Türkei ist. So, wir sind jetzt am Ende dieses kurzen Exkurses, woher die türkische Flagge kommt. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und es würde mich sehr freuen, wenn euch solche Themen interessieren, wie immer, dass ihr diesen Kanal abonniert, ihn weiterempfehlt und so weiter. Und natürlich freut es mich, wenn ihr auch dabei bleibt und ich euch im nächsten Video wiedersehen kann. Bis dann und ciao!